So, willkommen zurück. Nächste Aufgabe. Wir müssen eine 40er-Datenbeschaffungsmission machen. Und die Aufgabe nennt sich Flow-Flow-Waiter. Dafür kriegen wir zwei aktive Energiezellen. Ich würde sagen, mal direkt rein da. Gucken, dass er mich auch richtig reinschiebt. Yep. Da sind wir. Epischer Miniboss. Wunderbar. Und wie gesagt, nicht wundern, wenn ich dazwischen irgendwas sage, weil ich nehme dir das Video hier wieder auf im Livestream. Also nicht wundern. So, 114er. Oha. Mein erster 100er dabei. So, da würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein. Und wie gesagt, Ladebildschirm, gleich Like-Zeit, Kommentierzeit. Und falls du noch kein Abonnent bist, abonnieren. Weil wir haben jetzt halt wirklich, was den Passive-Code betrifft, die Hälfte erreicht. Also so schnell hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass wir 80 Abonnenten schaffen. Aber da hat wohl einer ein bisschen nachgeholfen und hat ein bisschen Werbung gemacht. Dadurch kamen schlagartig ein paar Abonnenten dazu. Natürlich nochmal danke an der Stelle. Und ich sehe ja auch wenn ich nicht gerade ein Video hochgeladen habe oder am Stream bin, es kommen Abonnenten dazu, was mich persönlich natürlich freut. Von daher alles gut. Und wie gesagt, es fehlen jetzt nur 8 Zahlen und dann ist der Code schon vollständig. Aber natürlich an eurer Stelle würde ich versuchen, ihn vorher mal zu knacken. Weißt doch, dass wir uns immer neue So, Gadgets ausdenken, um dem wo Sturm müssen wir eins denn machen? aufzuwischen, oder? Ach so, Na eigentlich nur. ja, das hat jetzt ein Wettrüsten ausgelöst. Du hast doch bestimmt auch diese Gerüchte gehört, dass es noch einen gefährlicheren Teil des Sturms gibt, oder? Einen ätzenden Sturm, der immer näher kommt und dich irgendwann lebendig verschlingt? Weißt du noch, als ich sagte, das würde hier niemals nie nicht passieren? Tja, da lag ich wohl falsch. Wir müssen wie immer die Daten beschaffen, aber dieses Mal müssen wir auf den Sturm achten. Wenn du dem Sturm ausgesetzt bist, tut das weh. Richtig weh. Du wirst Schaden erleiden, wenn du in dem Sturm bist. Also behalte deine Kondition im Auge. Yep, werde ich tun. Wär's Wir müssen 40? die Daten beschaffen, bevor der Sturm uns überrollt. Also solltest du dich vielleicht beeilen. Naja, Wir bin haben ja nur schon da. 20 Minuten. Erstmal Achte auf wieder deiner hier Karte darauf, aufrollen. wohin der Sturm sich bewegt. Landeplatz gesichtet. Er chillt ein Cooler bisschen. Fund. Wie der da hängt. Ich weiß nicht, kennen noch Jeder Angriff einige der Dschungelbuch? Sturmkreaturen könnte die Daten Der hängt beschädigen. da, als würde er sich da Erstelle am wohl Baum besser kratzen. Verteidigungslinien, um den Landeplatz des Ballons Okay, zu mit dem Level errichten. 100 da kann man ruhig mal schneller machen. Es gibt nur eine Möglichkeit, alle Daten zu beschaffen. Wir müssen den Ballon Juhu, sobald ich hab wie wieder möglich meine abschießen. Klasse. Hol den Ballon vom Himmel, lade die Daten Oh herunter Gott, meint der und echt dann nicht sie holzreich? weg. Ah, ich kümmere mich mal hier um die Der Ballon Gegner. ist gelandet. Verteidige die Daten. Er wird schon wissen, was er da macht. Hoffe ich. Nee, nicht tanzen. Du darfst auch kämpfen. Sieht doch schon ganz anders aus, wenn ich meinen Bären wieder habe. Ein bisschen Feuerwerk. Ich weiß nicht, sieht er das? Na gut, wir sind jetzt schon zu dritt. Plankerton. Noch eine Datei. Aber Level 40 kann ja nur Plankerton sein, von daher. Ich trau der Sache hier nicht. Auch wenn hier eine Level über Level 100 ist. Hier sieht aber ganz entspannt aus. Also,
Sie sehen gut aus. Ey, hört doch nicht. Ja. Intel übertreiben mit Schaden. Irgendwas schießt doch hier wieder. Oh, hey. Meine Hexe Lilifee. Weg mit dir. Ach so, mit 40 bin ich. Ja. Aber die sind doch da kein Level 40, oder? Oder fangen die mit 40 an? Noch eine Datei. Weil ich rede ja davon, im Wald ist ja kein 40. Weil er hat ja gefragt, ist das Blankaton oder Wald? So, setz ich mal hier hin. Oh, hör doch mal auf. Ja, das meinte ich doch. Oh nein, ich habe ein Diabo. Die Daten sehen gut aus. Ganz entspannt. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das mit den Diabos ist schon normal, also... wird immer wieder sein, dass mal 5 hoch geht, 5 runter. Es gibt ja auch genug, die sind halt genervt davon, wenn einer dann so viele Videos hochlädt. Aber bei Fortnite ist es halt so. Sehen gut aus. Oh, bei mir ist der Miniboss. Scheiß Feuer. Manchmal sind die schon ein bisschen anhänglich. Ja, natürlich meine ich das ernst. Die Daten sehen gut aus. Oh Gott, was war das denn für ein Leck, ey? Noch eine Datei. Geht nicht. Na gut, das ist durch das Geballer halt. Aber kann ich gleich machen. Na, kann ich auch rein theoretisch jetzt leiser machen.
gucke, ob es so besser ist. Erfolgreich abgerufen. Eigentlich habe ich da nie was dran verstellt, gell? Also seit 60 Folgen ist alles gleich. Die Dateien brauchen wir. Ach, das ist schon die letzte Datei. Auf ganz entspannt. Okay. Ja, ich habe das damals schon gedacht, dass der Sound ein Tick zu laut sein könnte, aber wenn sich keiner beschwert. Du hast alle Dateien eingesammelt. Ach so, eine ländliche Gegend. Ansehnliche Leistung, Kommandant. Also, gute Arbeit. So, ein bisschen hier rumfahren. Können wir leichter Überlebende lokalisieren und Schwachstellen im Sturm finden. Weil da habe ich nämlich auch noch die einen Tagesaufgabe. Ah, hätte ja klappen können. Aber zwei Stück haben wir schon von drei, von daher passt das. Ich muss sagen, ich glaube, was Rettet die Welt betrifft, wird das, glaube ich, das kürzeste Video. Weil das wirklich so schnell rum war. Aber es darf ja auch mal gern etwas schneller gehen. So, ich glaube, Lamas kriegen wir eh keine mehr. Ja, die meisten Videos sind echt so 20 bis 40 Minuten. Also das, was ich eben meinte, wer rettet die Welt, ist echt aufwendig. Ey. Wenn du da denkst, oh, da spiele ich mal ein bisschen, kannst du schon fast mit WoW vergleichen. Ey. Musst erst das machen, musst das ein bisschen farmen. Also, Sache, Rettet die Welt ist halt schon ein Spiel, was sich wirklich bei Laune hält. Beziehungsweise auf jeden Fall beschäftigt, wenn bis oben hin. Was oben betrifft, sieht es ja nicht mehr so gut aus, wenn man allen so hört. Oh. Wird bei Gebrauch verbraucht. Ja, toll. Einmal benutzen. Wow. Zack. Wieder 50 V-Bucks. Die gesammelten Daten weisen nichts Ungewöhnliches auf. Oh, aber das ist interessant. Meinst du die im Dings im Shop? nö. Sag ja, solange ich das eigentlich noch nicht wirklich brauche. Wo ist er denn da? Da ist doch genau derselbe. Super, zwei Waffen und das war's. Umwandeln, bestätigen. Yay! Wunderbar. Einen bekommen. Dann du meinst. Die meinst du, ne? Schraubenschlüssel. Was will ich denn mit dem Schraubenschlüssel? Ja, soll ich die immer rauskaufen oder was? Diese Vorteil Plus Gedöns-Geschichten. Was willst du denn mit dem Schraubenschlüssel? Ja, ich mache mal gerade hier das Video zu Ende. Also. Wenn irgendeiner weiß, was ich mit dem Schraubenschlüssel soll, kann das gerne reinschreiben. Ich kann es mir gerade nicht wirklich erklären. So, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise ein Like. Und dann vielleicht sogar einen Kommentar. Und wenn, am allerbesten wäre natürlich ein Abo, damit wir wieder erstmal auf unsere 80 kommen. Irgendeiner hat Adeba abonniert. Schande über dein Haupt. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.